Ich brauche jemanden, der mir Pfannen angibt. Insel hier oben. Wer hilft mir jetzt? Hallo? Ich brauche jemanden, der mir Pfannen gibt. Marleen Solle ist Dachdeckerin. Und sie spürt den Fachkräftemangel jeden Tag. Als Unterstützung hat sie hier nur einen Azubi. Und der kommt allein mit dem Zuschnitt der Pfannen nicht hinterher. Das ist halt die Ecke hier, ne? Och, Hasi. Du bist auch gar nicht durch. Ich schneide mir die. In ganz Deutschland fehlen Handwerker. Und zwar Hunderttausende. Warum muss die Frau immer alles selber machen? Dabei kann Marleen noch froh sein, dass sie überhaupt Lehrlinge hat. Denn die Jungen haben keine Lust mehr aufs Handwerk. In der Firma der Familie Solle arbeiten 13 Dachdecker und Marleen. Seit 91 Jahren gibt es den Betrieb hier in der historischen Mühle im Zentrum von Essen-Kettwig. Vater Robert leitet den Betrieb in der dritten Generation. 7 Uhr, Frühbesprechung. Moin, moin. Björn, fährst du mit dem Merso? Was für ein Auto? Pritsche, Robert? Also er nimmt den Kraftfahrkasten, dann nimmst du Kraftfahrpritsche. Ne? Der Markus ist noch nicht da, ne? In meiner Firma sind ja 4 oder 5 Mitarbeiter schon über 50. Das wird eine riesen Herausforderung. Also für mich persönlich kann ich sagen, ich bin jetzt auch Mitte 50. Wenn ich noch 10 Jahre mit meinen Mitarbeitern zusammen mache, dann geht das für mich noch auf. Aber für meine Tochter, wenn die weitermacht, wird es schwierig. Marleen wäre die 4. Generation, die den Betrieb leitet. Wenn sie dafür genug neue Mitarbeiter findet, die mitmachen. Haben Betriebe wie der von Familie Solle eine Chance gegen den Fachkräftemangel? Warum will niemand Handwerker werden? Und was kann man dagegen tun? Wir haben Marleen und ihre Kollegen monatelang begleitet. So, Motivation dabei? Sicherlich. Marleen hat heute nur 3 Kollegen dabei. Und nur einer, Markus, ist ein ausgebildeter Geselle. Die anderen beiden, Leon und Robin, sind Auszubildende im ersten Lehrjahr. Alle hoffen, dass die beiden auch nach der Ausbildung im Betrieb bleiben. Das Team soll dieses Flachdach abdichten. Robin geht dabei Markus zur Hand, so gut er kann. Und Markus hat gut zu tun, mit Arbeiten und Erklären. Dann musst du gleich nur aufpassen beim Kanten, in welcher Reihenfolge du willst. Jetzt dann einmal biegen, hochziehen. Ach so. Ja, okay. Ja? So, an der Kante noch. Okay. Ich war immer schon davon überzeugt, ins Handwerk zu gehen. Hat mir immer schon Spaß gemacht, auch zu Hause mal irgendwie mit Papa mal was zu bauen. Und dann wollte ich eh mal an der frischen Luft arbeiten, weil Büro wäre gar nichts für mich. Ja, und dann ein Kumpel von mir, der ist auch schon Dachdecker jetzt, auch schon im 3. Lehrjahr, der ist woanders. Der hat dann immer gut davon gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, probierst du das mal aus. Ne? Dann läufst du auch durch Kettwig und sagst, auf dem Dach war ich, auf dem. Das ist einfach ein schönes Gefühl allein. Gleich 2 Auszubildende auf einmal im Betrieb. Für Marleen und ihren Vater ist das ein Glücksfall. In den vergangenen beiden Jahren gab es gar keine Bewerbungen. Und das gilt auch für das aktuelle Ausbildungsjahr. Wir hatten einen super Praktikant. Der hatte richtig Spaß hier. Und der kam auch in den Ferien dann zum Job nach dem Praktikum. Und der ist dann irgendwann nicht mehr so wirklich wiedergekommen. Und da hörte man dann über 2 Ecken, dass das wohl durch die Eltern kommt, dass die da Wert drauf legen, dass er noch sein Abi macht auf jeden Fall. Also manche Eltern finden das ja super, wenn man handwerklich irgendwas macht, aber ich weiß nicht, ob manche da auch so ein bisschen gegen sind, dass sie so sagen, niederes Volk, Handwerker, weiß ich nicht. Lydia Marlin forscht zum Thema Handwerkermangel am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Sie bestätigt uns, Marlin ist nicht die Einzige, die solche Erfahrungen macht. Niederes Volk, Handwerker. Wir haben lange Jahre das Abitur und das Studium als Königsweg postuliert, getrieben so ein bisschen durch die OECD-Vergleiche, wo Deutschland bei den Akademikerquoten so ein bisschen hinterher war. Das heißt, das war politisch gewollt, dass mehr junge Leute studieren. Und das fällt uns jetzt so ein bisschen auf die Füße. Das heißt, wir haben über 10 Jahre gehabt, wo immer mehr Jugendliche Abitur gemacht haben und danach studieren gegangen sind und immer weniger in die Ausbildung.
Und wir sehen zwar, dass dieser allgemeine Trend mittlerweile stagniert, aber die Eltern haben eben noch genau diese Entwicklung im Kopf und auch teilweise noch veraltete Berufsbilder. Dabei werden gerade Dachdecker dringend gebraucht für die Energiewende. Das müsste 140er Dämmung ist das. Jede Dachsanierung bringt mehr Klimaschutz. Wenn wir jetzt ein Dach neu sanieren, dann gibt es da ja auch mittlerweile Zuschüsse, KfW-Zuschüsse. Und dementsprechend kommt hier mehr Dämmung drauf. Dafür muss dann natürlich drinnen auch weniger geheizt werden. Und man spart sich wieder dadurch die Heizkosten. In den kommenden 3 Jahren fließen 9 Milliarden Euro staatliche Förderung in Sanierung und Neubau von Gebäuden. Und zwar nur in NRW. Es gibt also genug zu verdienen im Handwerk. Marleen und Markus bringen die Schweißbahnen auf. Etwas zu viel oder zu wenig Hitze und die Pappe bildet später Blasen. Eine Arbeit nur für erfahrene Dachdecker. Die Azubis machen Pause. Jungen, lass die Raucherei sein. Mach das nicht so häufig. Mach's gar nicht, das ist am schlausten. Wir versuchen die Azubis immer zu prägen, dass sie sich gesund ernähren, nicht rauchen. Alles, damit sie auch lange arbeiten können. Ja, jetzt kommt der Regen, ne? Also wenn es jetzt doller wird, dann müssen wir auch gleich aufhören. Markus, was sagt der Wetterradar? Nee, mach zu, das fängt an. Das soll komplett dranbleiben. Oh, ist das ekelhaft. Oh. Feierabend. 2 Stunden früher als geplant. Und das Dach bleibt so liegen. Der nächste Morgen. Robert versucht, den Personalmangel zu verwalten. Jetzt warte ich noch auf einen Mitarbeiter. Im Anrufen, wo der bleibt. Jo, hi. Ja gut, weiß ich Bescheid. Jo, ciao. Der ist gleich da, 3 Minuten. Aber einer fehlt ja heute. Was ist da los? Ja, einer hat sich verletzt. Der hat sich mit einer Flex im Daumen geschnitten. Und der fehlt ja seit 2 Wochen. Die Aufträge, die der sonst macht, die habe ich jetzt einfach alle nach hinten verschoben. Ne? Die Leute müssen jetzt eben warten. Ich habe keinen anderen gekriegt, hatte beim Kollegen nachgefragt, aber die haben alle selber keine Zeit und müssen sie warten. Wenn Sie sagen Donnerstag. Kunden vertrösten. Für Robert schon lange Alltagsgeschäft. Gut, dann käme ich jetzt nicht am 24., dann würde ich das so legen, dass Sie da sind. Einige warten schon seit mehr als einem Jahr. Hier zum Beispiel, das ist auch ein größeres Angebot. Da hatten wir letztes Jahr überhaupt gar nicht die Kapazität zu. Das Dach ist noch dicht. Die haben immer wieder mal eine Undichtigkeit. Die wollen das, müssen das angehen. Das wollte ich jetzt auch zeitnah fertig machen, aber die Ausführung wäre dann auch nächstes Jahr. Das heißt, letztes Jahr angefragt oder schon mal angeklopft, haben wir uns das angeguckt. Und Ausführung wäre dann eigentlich 2 Jahre später. Ne? Klar, wenn man jetzt 30 Mann hat, dann kann man das vielleicht anders einordnen, aber mit 10 Mitarbeitern habe ich ja auf so einer Baustelle locker 4-5 Mann gebunden. Dann ziehe ich noch einen Kranken und einen ab, der in Urlaub ist. Da bleiben dann nicht mehr viel über für die anderen Aufträge. Ne? Wieder hier rein. 45 Kilometer weiter südlich gibt es ein noch viel größeres Dach, das dringend gemacht werden müsste. Hier entsteht eine neue Feuerwache. Die verantwortlichen Mitarbeiter der Stadt Krefeld zeigen uns die Baustelle, die gerade komplett stillsteht. Der Grund? Handwerkermangel. Momentan fehlen uns die Dachdeckerleistungen am allermeisten, aber auch Fenster, Türen, die Sektionaltore, die hier aufgebaut werden müssen. Das sind jetzt die Gewerke, die als nächstes hier dann anstehen. Normalerweise wäre ja jetzt hier auch voller Betrieb. Also gerade in so einer Bauphase stünden hier jede Menge Fahrzeuge und auch Handwerker, die dann hier tätig sind. Und schlafen Sie noch gut mit dem Projekt im Nacken? Immer schwieriger, sagen wir so. 6 Monate Bauverzögerung sind jetzt schon entstanden. Am dringendsten müsste das Dach gemacht werden.
Denn das Regenwasser fließt momentan ungehindert ins Gebäude. Normalerweise würde hier ein Dachdecker kommen, dass wir gar nicht erst Wasser im Gebäude haben. Aber dadurch, dass uns diese Fachkräfte fehlen, konnten wir diese Leistung erstmal nicht abarbeiten. Und somit haben wir halt den ersten Schadensfall, Wasser im Gebäude. Probleme mit Handwerkern haben viele Kommunen in NRW. Das ist das Ergebnis einer exklusiven WDR-Umfrage. 93% der Kommunen geben an, weniger Angebote von Handwerkern zu bekommen. 44% sagen, sie bekommen gar keine Angebote. Bei 76% der städtischen Bauprojekten führt das zu Verzögerungen. Zurück zur Flachdachbaustelle von Firma Solle in Essen. Marleen hat heute Udo und Dirk dabei, zwei erfahrene Altgesellen. Kann der Rückstand vom Vortag so aufgeholt werden? Gar nicht so einfach. Würde ich sagen, so sieht's schön aus. Zwischendurch Werbung in eigener Sache. Azubis, Gesellen oder Meister, Marleen und ihr Vater suchen gleich alles. Wenn wir Verstärkung brauchen, dann meldet sich niemand, ne? Und wenn, dann kommen nur Helfer. Das heißt, du musst jetzt Herder reinhauen? Ja, da ist der Herder nicht, aber man hat ja keinen, der einen ein bisschen entlastet, oder, ne? Die meisten wollen ja gar nicht so hart arbeiten oder so. Oder haben andere Vorstellungen auch, ne, wenn sie aus der Schule rauskommen. Die wollen erst mal ein Jahr chillen. Ne, also Ausbildung ist noch gar nicht. Erst mal ein Jahr chillen und dann mal gucken, was wir machen. Ne. Ja. Studieren, zu Hause sitzen, Geld verdienen im Schlaf. Ganz einfach Kurzfassung. Ne. Aber die meisten, die haben ja keinen Bock. Ne, so Dachdecker oder allgemein Handwerker ist ja nicht unbedingt immer die netteste Aussprache. Ist auch mal ein bisschen rauer. Und die kommen halt nicht damit klar, die fühlen sich dann immer persönlich angegriffen. Die sind dann heute alle, ja, ich sag mal, durch Mama und Papa in Watte gepackt. Es ist traurig. Ne? Aber was will man machen? Ne? Ärmel hoch, krempeln, weitermachen. Das mache ich jetzt auch. Schon 2011 waren im Handwerk in NRW mehr als 4000 Stellen unbesetzt. Und die Lage hat sich seitdem weiter verschärft. 2021 sind es schon 12.000 unbesetzte Stellen, Tendenz steigend. Und das hat Folgen. In der gesamten Siedlung gibt es noch Dutzende Dächer, die Marleen und ihre Kollegen sanieren müssen. Sie kommen kaum hinterher. Pro Jahr schaffen wir so im Moment vielleicht 4-5 Dächer. Also wie viele Jahre das letztendlich dauert, weiß ich nicht. Aber das heißt, die Leute hier hängen da alle bei euch in der Warteschleife? ja, im Prinzip schon. Nach der Mittagspause werden Dirk und Udo zu einer anderen Baustelle gerufen. Dort werden sie dringender gebraucht. Damit hat sich die Hoffnung, den letzten Tag aufzuholen, erledigt. Nur noch Marleen und der Auszubildende Leon sind da. Die beiden geben alles. Sie schaffen zumindest, die Ecken mit Dachpappe zu verschweißen. Wäre schön gewesen, es fertig zu machen. Ja. Hoffentlich ist morgen ein bisschen trocken. Wieder nicht fertig geworden. Am nächsten Tag müssen Marleen und ihr Team auf eine andere Baustelle. Das Dach bleibt erstmal so liegen. Hi, komm rein. Marleen besucht ihre Freundin Caro. Sie arbeitet auch als Dachdeckerin im Betrieb ihres Vaters. Das verbindet. Zusammen betreiben die beiden einen Instagram-Kanal. Kannst du gerne noch mal zeigen? Eigentlich würde ich viel lieber noch mehr davon posten. Von uns zusammen, sag ich mal, weil wir beide auch den Account machen. Ich finde auch das super Post von Caro, der, wo du die Kupferabdeckung machst. Mir persönlich liegt da halt viel dran. Das merkt man auf der Baustelle. So die Kunden zum Beispiel haben das noch nie gesehen, dass eine Frau im Handwerk arbeitet. Und ich denke, wenn dann man sowas hochlädt und so, dass das nicht so was komplett Fremdes ist, wenn die das dann zum ersten Mal in live sehen, wenn man auf die Baustelle kommt. Unser Ziel ist es halt auch nicht, super Influencer zu werden. Es geht mehr darum, halt den Beruf darzustellen und zu zeigen, was man so in Wirklichkeit auf der Baustelle alles macht. Aber reicht das schon, den Beruf so ein bisschen hip darzustellen oder muss da noch mehr kommen? Ich glaube tatsächlich einfach Bezahlung. Und wenn ich das dann in den nächsten Jahren hoffentlich dann übernehme, würde ich gerne auch die 4-Tage-Woche einführen. Zurzeit ist dann noch ein bisschen, ja, problematisch mit meinem Papa, alte Generation, der hält davon gar nichts. Mit meinem Papa ist ein ganz schlechtes Thema, also
er sagt dann, solange du die Füße, solange er noch am Tisch sitzt und ich die Füße unterm Tisch habe, wird das nicht passieren. Das habe ich oft genug angesprochen. Es wird nicht klappen, während er noch da ist. Der Generationenkonflikt. Definitiv. Wie soll das Ganze funktionieren bei vollem Lohnausgleich? Also wenn wir heute Dächer decken, ein Familienhaus, da sind wir oft bei über 50.000 Euro. Und wenn wir dann noch mehr Löhne bezahlen müssen, funktioniert nicht. Und das nächste Problem ist, wenn dann die anderen Berufe sagen, wir machen aber 4-Tage-Woche, dann wird das Handwerk gar keinen mehr bekommen. Wir sehen schon, dass gerade beim Baugewerbe, wo ja auch einiges an Montagetätigkeiten stattfindet, ein Thema auf jeden Fall in allen Belegschaften ist, ich bin dauerhaft weg von zu Hause, ich habe zu wenig Zeit mit Familie, Freunden oder für Hobbys. Und da kann natürlich die 4-Tage-Woche einen Beitrag leisten, dass mehr Zeit fürs Private bleibt. Aber wenn jetzt beispielsweise alle Handwerksbetriebe auf die 4-Tage-Woche umsetzen würden, hätten wir wieder ein Nullsummenspiel, dann wäre der Effekt quasi schon wieder weg. 7.30 Uhr am nächsten Morgen. Marleen ist unterwegs nach Mülheim. Eine große Baustelle mit Steildach und ordentlich Wind. Hier kommt die Großinvestition von Vater Robert zum Einsatz. Der Mobilkran hat kaum Platz in der engen Straße. Ein schöner Sportplatz wäre natürlich am besten, aber den haben wir leider platzmäßig nicht immer zur Verfügung. Gut, da muss man halt nehmen, was man kriegen kann. Aufpassen, Mulde kommt. Ablassen. Stopp, stopp. Gut. Ja, stopp. Ist gut. Ja, pass die Mulde doch an. Ja, mach ich. Ja, ja, jetzt. Ja, so, nicht so viel, ich bin alt. Ist ja stark hier. Ja. Ah, der Wind wird immer stärker. Ja, sollte auch, war angesagt. Wenn die Mulde natürlich auch immer schwerer wird, die bewegt sich dann immer schwerer. Und dann Absprache ist hier das A und O zwischen Kranfahrer und die auf dem Dach stehen. So ein bisschen schwindelfrei muss man schon sein, oder? Ja, definitiv. Wollen wir jetzt erstmal Frühstück machen um 10 Uhr? Haben wir Zeit für? Ja. Ja. Mittagessen, Frühstück, bestens vorbereitet wieder. Merz, was gibt's bei dir heute Gutes? Ich habe nur Salami heute. Eine Wurst auf der Hand. Ohne Brot. Brot macht nichts. Ja, ich bin bemüht, dass sie sich auch alle ein bisschen gesund ernähren, aber ja. Wurst ist ja auch fast gewohnt, gesund. So ein bisschen. Ne? Möchtest du auch einen Apfel? Nee, vielen Dank. Der Apfel schmeckt. Das ist aber auch nicht so eine richtige Pause, was du da machst, ne? Ja, ich kann das ja gleichzeitig. Frauen sind Multitasking. So ein Kran kostet rund 300.000 Euro. Deshalb muss er möglichst viel laufen. Ein Kran ist natürlich ein Riesenkostenaufwand. Also das muss man auch erstmal stemmen. Habe ich auch immer noch Respekt vor. Also das sind schon ein paar Summen, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Und die muss man natürlich auch einbringen. Und da steckt viel Druck hinter. Gerade die kleinen Betriebe leisten sich deshalb häufig keinen Kran. Dann müssen die Dachdecker mehr schleppen. Die Firma von Marleen und ihrem Vater hat hier also ein klares Plus gegenüber anderen Unternehmen. Stopp, stopp, stopp! Neue Mitarbeiter hat aber auch der Kran noch nicht angelockt. Immerhin, bei denen, die schon da sind, kommt das Gerät super an. Mit 59 Jahren, jedes nächstes Jahr, man merkt, über Knochen, Gelenken, ohne Kran wäre unmöglich, fast unmöglich zu arbeiten. 8% der Beschäftigten im Handwerk sind kurz vor der Rente. Die meisten Beschäftigten sind in den Gruppen der 50- bis 59-Jährigen. Hier drohen in den kommenden 5 Jahren viele Frühverrentungen. Das müssen dann vor allem die Altersgruppen zwischen 25 und 49 Jahren abfangen. Denn es kommen viel zu wenig Junge nach. Gerade mal 7% der Beschäftigten sind zwischen 20 und 24 Jahre alt. Der Personalmangel im Handwerk wird also noch größer. Nachwuchs wie Robin wird dringend gebraucht.
Er schneidet die Dämmwolle zurecht. Auch heute wird also wieder energetisch saniert. Gut fürs Klima. Und genau das, was viele Fridays for Future-Anhänger doch begeistern müsste. Warum klappt das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, weil denen gar nicht bewusst ist, dass die das hier auch bei dem Beruf ausüben können und auch die Umwelt verbessern können. Es fehlt auf jeden Fall das Wissen. Weil ich dachte auch am Anfang nur, Dachdecker ist nur Pfannen drauflegen, vielleicht ein bisschen Holz. Aber es ist viel mehr, als ich erwartet hatte. Aber deutlich mehr. Draußen bahnt sich Ärger an. Geselle Björn will an der linken Ecke vom Dach schon Dämmwolle verbauen. Marleen will erstmal mit dem Anschrauben der Balken fertig werden. Wo möchtest du das anfangen, Björn? Da. Dämmung rein, Dinger drauf, fertig. Ja, alles gleichzeitig geht ja nicht. Oh, Björn. Was, Björn? Aber wenn man im Team arbeitet, geht es einfacher. Alles gleichzeitig. Dämmung, die Latten. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin eigentlich immer noch ziemlich unterlegen, würde ich sagen. Weil sie auch einfach die 20 Jahre Berufserfahrung haben und ich nicht. Und ich kann manchmal vielleicht meinen Gedanken oder so kundtun, aber dass es immer umgesetzt wird, ist jetzt nicht der Fall. Sie machen schon, was Sie hier. Ja, dann kann ich nur im Nachhinein sagen, ich hatte recht. Oder, Markus? Manchmal kann ich im Nachhinein sagen, ich hatte recht. Trotzdem bist du klein. Okay, kannst du erstmal die durchsägen. Marleen und ihr Team müssen heute zumindest die wasserdichte Folie aufs Dach bekommen. Die Dachdecker sind schon in der dritten Überstunde. Es ist fast 18 Uhr und Regen ist angesagt. Marleen will deshalb schnell fertig werden. Merso versteht das nicht. Boah, Merso, ich mache jetzt die Scheißfolie fest und gut ist. Ich hab ganz schön Altenheim alleine. Dein Bruder hat mir nur Folie geholt. Und jetzt gucke ich nur Scheiße hier. Ich hör nicht. Kamera aus. Er hat so einen kleinen Aussetzer. Der nächste Morgen. Ja, hier musst du zuerst hin, das ist ein Essen. Da ist irgendwie eine Undichtigkeit. Da müssen wir kontrollieren, was das ist, ob die Gaube bearbeitet werden muss oder vielleicht ist es auch irgendwie nur eine Pfanne defekt. Ich habe jetzt mitgekriegt, heute waren ein paar Leute krank. Einer, der musste in sein ursprüngliches Heimatland überraschend und einer ist gestürzt oder gefallen und hat sich eine Rippe geprellt oder angebrochen. Und, dann fehlen direkt wieder zwei Gesellen, wo man dann wieder gucken muss, wo schiebt man was hin. Mhm. Also ein bisschen schwierig heute Morgen. Ja, heute Morgen war schwierig. Markus und Robin sind deshalb heute nur als Zweierteam unterwegs. Und selbst der Chef packt mit an. Aber wir müssen eine Palette vorher drunter tun. Dann kannst du ihn direkt hier hinstellen, ohne Kanthölzer und so Kram. Komm ich hier nicht runter. Der Streit von gestern Abend auf dem Dach ist bei den beiden heute noch mal Thema. Also wie gestern mehr so den Ausraster da hatte. Das meinte ich. Das ist einfach wegen nichts und wieder nichts. Das ist dann schwierig. Und da muss man auch einfach mal sagen, weißt du was, Kollege, halt einfach mal an die Schnauze. Weil er redet sich dann manchmal gerne halt in Rage. Und für nichts und wieder nichts. Aber dann ist natürlich dann auch schwierig halt, ne? Für Marleen natürlich dann auch, ne? Marleen ist ja so in eurem Team die einzige Frau. Ja. Verändert das so ein bisschen was, wie ihr so miteinander redet, oder das spielt das gar keine Rolle? Ich denke schon, dass der Ton sich auf jeden Fall etwas verbessert. Hat, generell. Also ne, mit Frauen auf den Baustellen, das auf jeden Fall. Es bessert sich schon. Hilft dieser bessere Ton auch dabei, den Nachwuchs zu überzeugen? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir sehen, dass natürlich Jugendliche heute aufgrund des Fachkräftemangels sich den Arbeitgeber aussuchen können. Wir haben nicht mehr den Arbeitgebermarkt, wo quasi das Unternehmen aus einer Fülle an möglichen Bewerbern sich die Rosinen rauspicken kann, sondern die Jugendlichen selber
auswählen können und dann natürlich auch nicht mehr bereit sind, so viel in Kauf zu nehmen. Und Wertschätzung oder auch Anerkennung im Beruf oder auch ein wertschätzender Umgangston im Betrieb ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, der Jugendlichen heute wichtiger ist oder beziehungsweise sich Jugendliche auch trauen, das einzufordern. Markus und Robin machen heute kleine Reparaturen. Also das ist ja hier nicht viel, was kaputt ist. Robin, ja, die Frage, was denn genau? Da unten die Feuchtigkeit. Wir vermuten vielleicht dieses Rohr. Geht ja, bis hoch, ne? Schauen wir uns das einmal von oben an, ob man da was sieht. Ja. Schönen guten Morgen, die Firma Solle. Und seit wann haben Sie die Probleme hiermit? Bestimmt 6 Jahre, 6, 7 okay. Jahre. Es fängt schon an, dass so auszublühen, zu bröseln. So, morgen. Ja, genau. Einmal schauen, wie das bei Ihnen da aussieht. Da haben Sie aber Glück, Herr Simmer. Normalerweise müsste ich gleich ins Krankenhaus eine Hüft-OP, aber die ist jetzt auf morgen verschoben worden. Ja. Ja, aber ich sag mal, hier ist es ja wirklich schon nicht nur an dem Fallrohr, sondern es ist ja wirklich mittig in der Fläche. Ne? Also es löst sich alles ab. Ja, also mal eben kurz was machen, funktioniert leider nicht. Da wird man wohl leider nicht drum herkommen, den Balkon komplett aufzunehmen und halt einmal komplett die Abdichtung halt zu erneuern und dann halt natürlich auch neue Fliesen zu verlegen. Aber heute wird das nichts. Schon alleine, weil 2 Kollegen fehlen. Stattdessen geht es zum nächsten Kunden. Wir haben da herausgefunden, dass da ein Wasserfleck ist. Ja. Seit wann ist das so? Bemerkt haben wir das vor gut einer Woche, anderthalb, glaube ich. Dann würde ich einmal oben aus dem Fenster raus, dass ich da einmal oben mir die Gaube anschauen kann. Okay. Warst du mit dem Seil auf? Hier sind Löcher drin. Die Speisbahn ist komplett porös. Das ist der Anschlussbereich zum Dach hin, wo es undicht ist. Da läuft ihnen halt das Wasser rein und kommt dann durch das Gefälle des Daches halt vorne raus. Bei uns vorne am Eck. Genau. Ja. Zurück ins Büro. Hier müssen jetzt Kostenvoranschläge gemacht werden. Da ist die gesamte Dachgaube Schrott. Hat sich denn die Personallage so ein bisschen entspannt? Nein, nicht wirklich. Ja, der eine Mitarbeiter kommt morgen wieder. Der andere mit einer angebrochenen Rippe, weiß ich nicht, der wird sicher 2 Wochen ausfallen. Und kann man da Leiharbeitsfirma nachverpflichten? Nee, habe ich einmal gemacht, mache ich nicht mehr. Die da kommen, die kommen meistens irgendwie aus dem Osten. Schicken Mitarbeiter, die vielleicht mal irgendwo auf dem Bau als Helfer gearbeitet haben, aber nicht als Dachdecker. Zumindest war es so bei mir. Bundesbildungszentrum der Dachdecker in Main, 9 Uhr morgens. Marleen ist hier mal wieder die einzige Frau. Zusammen mit etwa 70 anderen Dachdeckern will sie in einem Seminar lernen, wie Solaranlagen installiert werden. Ein wichtiger Schritt, um den Betrieb zukunftsfit zu machen. Frau Solle. Ja, mein Name ist Marleen Solle. Ich komme aus Essen. Ich bin bei meinem Vater im Familienunternehmen. Und da mein Vater für die letzten, ich sag mal, 10 Jahre keinen Sinn mehr drin sieht, dass er den Kurs macht, bin ich jetzt hier. Und 5 Tage lang geht es um Wechselstromrichter und Solarmodule. Für Marleen ist der Kurs auch eine Gelegenheit, mit Kollegen aus ganz Deutschland in Kontakt zu kommen. Ich habe dir hier einfach mal einen Flyer von uns mitgebracht, da kannst du mal reinschauen. Cool, danke. Da stehen auch unsere Kontaktdaten hinten drauf, da sind ein paar Beispiele drin. Hier siehst du noch mal den Aufbau im Großen. Sehr cool, das ist cool. Viele hier sind wie Marleen die Kinder von Firmeninhabern. Und sie haben alle dasselbe Problem, Personalmangel. Wir sind momentan 4 Leute, Tendenz fallen. Weil alle, die gut sind, ja tatsächlich sich, wenn sie jetzt nicht im Back, sag ich mal, wie wir oder wie ich jetzt den Familienbetrieb haben, sich dann doch irgendwie umorientieren.
und verdient gutes Geld, aber es müsste eigentlich noch mehr sein, wo sich jetzt auch die Jugend immer mehr einen Kopf drüber machen, was auch vollkommen richtig ist. Zum Glück können wir echt ein paar gute Leute gewinnen, immer wieder über Social Media auch beispielsweise. Das funktioniert ganz gut. Klar, ich würde mir auch noch ein, zwei Leute mehr wünschen, wie du auch, aber das ist halt schwer. Aber das klingt ja, als wäre es so ein Wettbewerb, als würde man sich die Leute mal gegenseitig abjagen. Nee, Wettbewerb gar nicht. Das ist eigentlich so ein Gentleman Agreement, dass man sich nicht die Mitarbeiter immer wieder wegklaut. Weil dann kommen ja keine neuen Leute dazu. Und wir haben ja eben in dem Seminar von Michael Zimmermann gehört, wir wollen eine Energiewende vorantreiben und das geht nur, wenn wir immer mehr gute Leute haben, die das auch mitmachen, mitgestalten. Packen das denn deine Jungs in Essen mit der Solartechnik? ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir doch noch ein paar Jüngere oder die Azubis sind tatsächlich ja vielleicht auch motiviert. Ist ja für die Älteren immer noch mal was Neues lernen. Mal schauen. Heute gute und schlechte Nachrichten bei Firma Solle. Die gute? Keiner ist krank. Marleen hat 4 Kollegen dabei, um die Dachfenster in einem Jugendzentrum auszutauschen. Die schlechte Nachricht? Okay, es ist so gerade Worst Case. Also die Fenster, die hier reinkommen, die wurden zur falschen Baustelle geliefert und jetzt funktioniert der Kran nicht. Es läuft nicht alles nach Plan. Das kostet Zeit und Kraft, denn es muss geschleppt werden. Schaffe ich auf 2? 4 Treppen runter bis zum Container. Wenn ich 2 schaffe, muss ich einmal weniger laufen. Aber rückenschonend ist das nicht mehr. Wie beim Einkaufen. Und die 9 Fenster, die hoch müssen, wiegen 90 Kilo. Also natürlich gibt es Situationen, wo ich dann Hilfe brauche von den Männern, weil ich es vielleicht nicht alleine gestemmt kriege, was vielleicht einer der anderen schon schafft. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen schlage ich mich hier ganz gut. In NRW sind mittlerweile etwa 46% aller Beschäftigten Frauen. Und es werden mehr. Das gilt auch für das Baugewerbe, aber auf einem viel niedrigeren Niveau. 2005 waren 4% der Azubis, die ihren Abschluss geschafft haben, Frauen. Dieser Anteil ist zwischenzeitlich bis auf 8,2% angestiegen, dann aber wieder auf 6,7% gefallen. Im Vergleich mit der Gesamtwirtschaft wird klar, die Baubranche hat, was Frauen im Job betrifft, ein riesiges Defizit. Ich glaube, dass in den Betrieben gar nicht mehr so viel Vorbehalte bestehen gegenüber Frauen. Aber dass es eben schwierig ist, Frauen dann für den Betrieb zu gewinnen. Weil einfach auch noch Role Models fehlen. Ja? Also es fehlen weibliche Vorbilder. Ich freue mich über jede junge Frau, die irgendwie den Betrieb vom Papa übernimmt und dann auch über Social Media zeigt, wie sie als Frau im Handwerk glücklich werden kann. Aber davon haben wir noch in ganz vielen Bereichen zu wenig. 9.30 Uhr. Erleichterung. Markus konnte den Kran reparieren. Ab jetzt wird alles einfacher. Die brauchen wir jetzt gar nicht. Warum nicht? Weil das Fenster jetzt auf den normalen Winkel drauf kommt. Was meinst du, wofür wir die Latten haben, Schitzelein? Guten Morgen. Ja, wo sind die normalen Winkel? Die sind nicht unten. Robi, holt mal die bitte. Das kann ich nicht einsetzen. Die was? Die normalen Winkel, die beim Fenster dabei sind. Nochmal. Robin, hör doch mal bitte zu. Gehst runter, weil die sind immer in dem Karton von dem Fenster mit drin. Ich sag mal so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da ist wirklich was dran an dem Spruch. Aber mir wurde immer gesagt, wenn ich geschickt werde, erstmal trainiere ich dann meine Muskulatur. Dann muss ich mal wieder runter hoch, was beim Dachdecker auch sehr wichtig ist. Und ich lerne halt das Material kennen. So hol mal die Schrauben, die und die und die. Und wenn man dann angeschrien wird, oder was heißt angeschrien, ein bisschen lauter mit einem spricht, dann merkt man sich das auch einfach dann. Dem Handwerk in NRW gelingt es immer schlechter, Azubis für sich zu begeistern. Im Jahr 2020 wurden fast ein Drittel weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als noch 2000. Und schon damals waren es viel zu wenige. Erstmal unten rein. Komm, hallo. Robin, unten. Guck, ja. Rein. Zieh an. Markus, kann ich Fenster wieder zumachen? Das Fenster sitzt. Und Marleen teilt diesen Erfolg mit der Welt. Ich mache ein kleines Foto.
für Instagram. Vielleicht so eine kleine Inspiration auch für Frauen im Handwerk. Marleen und Robin haben eine Idee. Den Betrieb in einem Video vorstellen. Aber wie soll's losgehen? Ich kenne halt wirklich eine, die ist Pferdetrainerin. Und die beginnt jedes Video mit Hi. Hi. Und man guckt immer wieder aufs Video und dann Hi. Und dann sagt man irgendwann auch Hi. Hi. So hat der Robin sich das gerade vorgestellt. Hi. Aber Image-Video, keine gute Idee? Könnte man mal machen. Kostet dann halt Geld. Und in dem Thema ist mein Papa immer ein bisschen schwierig. Ja, dann müsst ihr beide das machen. Dann gehst du vor die Kamera, ich film. Also tausche. Und dann steht der Robin da. Hi. Alle Fenster sind drin. Und Marleen hat noch zum Grillen eingeladen. Als kleines Dankeschön hat sie etwas vorbereitet. Alles fürs Betriebsklima. Immer ein bisschen Alltag mitnehmen. Die Dachdecker wirken hier wie eine kleine Familie. Alles ganz entspannt. Für uns als Kunden ist der Handwerkermangel ja total bescheiden, aber für euch ist es eigentlich nur gut. Ihr habt einen sicheren Job, oder? Ich kann nicht klagen. Ich habe 43 Jahre nicht einen Tag ausgesetzt. Weiß ich nicht. Habe ich mir bis jetzt nie Gedanken drum gemacht, weil es war jetzt nie so, dass wir irgendwie mal eine Zeit lang nichts zu tun gehabt hätten oder irgendwas. Fast alle Handwerkbetriebe, die ich kenne, die so aufgestellt sind wie wir, haben noch nie Kurzarbeit gemacht. Und wenn man das mal mit der Industrie vergleicht, also wir kämpfen ja oft um Auszubildenden mit der Industrie und die werben dann immer dafür, was sie alles für Stellen schaffen, aber die sagen auch nie, wie viele Stellen die in den letzten 30 Jahren alle schon abgebaut haben. Dächer werden immer gemacht und wenn sie undicht sind, sind sie undicht. Also von daher geht der Job ja niemals flöten. Keine Maschine kann den Dachdecker ersetzen. Das Handwerk bleibt. Diese Sicherheit macht es den Dachdeckern aber auch sehr einfach, den Betrieb zu wechseln. Schlecht für Robert Solle. Ja, Männers, schöne Ostern, ne? Viel Spaß beim Suchen. Was zu diesem Zeitpunkt noch kaum einer weiß, Mike, der hier gerade geht, hat gekündigt. Ein herber Verlust für den Betrieb. Die haben haargenau 16 Uhr. Fünf Wochen später. Die Personallage ist noch ernster geworden. Neben Mike hat noch ein weiterer Dachdecker gekündigt. Habt ihr alles? Jetzt sind nur noch 12 von ehemals 15 Mitarbeitern da. Das fängt man nicht immer eben auf. Ne? Und bei Mike war auch nichts zu machen? Nee. Reisen soll man nicht aufhalten. Aber wir haben auch gesagt, vielleicht, wenn das andere nicht klappt, kann er ja auch zurückkommen. Das ist ja auch oft ist oft die Regel, dass die Leute dann woanders reingucken, da ist es auch nicht besser und kommen zurück. Den muss ich anrufen. Und dann hat sich auch noch der einzige Maurer im Betrieb verletzt. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo der Maurer hin muss. Da muss der sich anschauen. Das heißt, die musst du jetzt noch vertrösten. Ja. Das ist schon ein kleiner Packen, den ihr da habt, ne? Ja, also der Packen hier, den muss ich bearbeiten. Da sind schon welche dabei, die liegen da schon Monate drin, wo ich nicht zukomme. Manche sind nicht so wichtig, andere, die haben einfach Pech gehabt. Die rutschen dann durch, bin ich auch ehrlich. Dann ist es einfach zu viel. Ne? Immerhin eine Bürokraft konnte Robert Solle einstellen. Stefan hilft beim Vertrösten. Und das ist bitter nötig, denn einige Kunden in der Warteschleife kommen sogar persönlich vorbei. Guten Tag, Herr Bosmann. Sie können mich auch fragen. Nee, ich stelle Fragen, die sind nicht für den Film geeignet. Wann Sie nur endlich weitermachen. Ich komme lieber nachher nochmal. Der kommt jede Woche 2-3 Mal vorbei und fragt, wann wir kommen und wie wir anfangen. Ja, und er ist auch sehr netter Kunde. Da muss man dann eben diplomatisch mit umgehen. Glücklicherweise ist es ja so, dass mittlerweile eigentlich alle Kunden, wir haben ja sehr viele Privatkunden, auch wissen, dass die Handwerker gut zu tun haben. Und die stellen sich dann schon auf Wartezeiten von 3, 4, 5, 6 Monaten ein.
Wie entscheidet ihr denn, was ihr macht und was ihr nicht macht? Böse Frage. Ich habe mal zu einem Verwalter gesagt, das ist mittlerweile die Arroganz des Handwerkers. Wir können uns eigentlich aussuchen, welchen Auftrag wir ausführen. Und das tun sie auch. Aufträge von Städten und Gemeinden werden laut unserer WDR-Umfrage besonders häufig abgelehnt. Am besten läuft es noch, wenn die Städte Aufträge ohne Ausschreibung vergeben können. Dann geben nur 5% an, dass sie Probleme haben, Handwerker zu finden. Bei einer regional beschränkten Ausschreibung hat schon jede vierte Stadt Probleme. Und bei europaweiten Ausschreibungen, also echten Großprojekten, gibt es bei fast jedem dritten Projekt Handwerkermangel. Ich habe einmal eine öffentliche Ausschreibung für eine Schuldachsanierung hier im Ort mitgemacht. Dann bin ich da zur Vergabe gegangen. Danach habe ich mir gesagt, ich mache nie wieder bei sowas mit, weil die Zeit, die hätte ich mir auch schenken können. Also da kam dann ein Kollege aus, weiß nicht, 80 Kilometer Entfernung hierhin, hat den Auftrag bekommen und der Vergabepreis, der war so gering, da hätten wir alle Geld mitgebracht. Ich denke mal, der wird auch Geld mitgebracht haben und ich finde, die Kommunen sollen das ruhig machen, aber das müssen sie wirklich beschränkt ausschreiben und dann die Handwerker vielleicht auswählen, die am nächsten dran sind. So sehen das offenbar viele Handwerker. Auch für die Feuerwache in Krefeld hat es Ausschreibungen gegeben, auf die sich niemand beworben hat. Richtig, ja. Wirklich ein Meilenstein. Warum kann man denn nicht beim Betrieb um die Ecke anrufen und sagen, Freunde, wir legen noch einen Tausender drauf, kommt schnell, macht es? Das können wir als öffentlicher Auftraggeber eben nicht. Wir sind natürlich auch an Vergaberecht gebunden. Wir haben hier ein Projekt mit einem Bauvolumen von ca. 15,5 Millionen Euro. Und das Vergaberecht lässt das eben nicht zu. Und dann sind wir die Leidtragenden und gehen leer aus. Heute ist ein großer Tag für Marleen und Caro. Die beiden bekommen ihren Meisterbrief. Sie sehen gut aus. Zuerst die Ausbildung, dann die Meisterschule. 4 Jahre harte Arbeit haben sich gelohnt. Im Bundesbildungszentrum der Dachdecker in Main werden heute die Meisterbriefe vergeben. 91 insgesamt, gerade mal 4 gehen an Frauen. Ich krieg jetzt heute endlich meinen Meisterbrief. Ja, und dann einmal nach vorne gehen. Schon ein bisschen Aufregung da. Marleen Solle. Mit dem Meistertitel darf jetzt auch Marleen den Familienbetrieb leiten. Es wäre die 4. Generation. Ist die Gruppe komplett? Fehlt noch jemand? Sie macht das gut und ist auch mit der Sache voll dabei. Jetzt müssen wir abwarten, wie das Ganze sich weiterentwickelt, dass wir genügend junge Leute für sie kriegen. Und dann kann sie es später auch beruhigt weitermachen. Wenn ich, sag ich mal, in 10 oder 12 Jahren aufhöre und der Betrieb ist 100 Jahre alt und man weiß, es macht einer aus der Familie weiter, kann er das stolz machen oder auch zufrieden. Bier, 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 wir wollen Bier, Bier, Bier.